Hallo ihr Lieben! Hallo! Herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration und herzlich willkommen zu unserer Halloween-Serie. Genau. Heute kommt eine Halloween Candy Challenge Teil 1. Viele von euch haben es sich gewünscht und hier ist wieder unsere Candy Challenge. Ich war ein bisschen einkaufen, habe Halloween-Süßigkeiten besorgt. Es gab noch nicht so eine ganz große Auswahl. Ich glaube, so in den nächsten Wochen kommt noch ein bisschen was dazu. Aber wir dachten, wir machen es dieses Jahr auf jeden Fall super früh. Genau, und Teil 2 wird noch eine coole Halloween-Bustle-Challenge. Yeah. Können wir auch schon mal verraten, oder? Genau. Wollen wir mal erzählen, was wir hier haben? Eva hat diese mega coolen Glotzer hier besorgt und das ist irgendwie gibt's dieses Jahr in Geschenkpackungen. Genau, die sind so in so Giveaway-Packungen, die kann man einfach so jemandem mitbringen als kleine gruselige Überraschung. Hier steht auch drauf, du siehst ganz schön alt aus, also mit einem netten Kompliment noch mit dabei. Ich habe auch was Nettes zu mitbringen, hier am anderen Ende stehen, das sind nämlich orangene Glückskekse, aber ganz ehrlich, so ganz orange sind die nicht. Aber da sind glaube ich gruselige Sprüche drin. Da sind gruselige Sprüche drin, auf der Packung sehen sie ein bisschen orangiger aus, aber ist auf jeden Fall cool. Dann, super cool, also was wollte ich schon früher mal so gerne schon haben. Immer haben. Das sind so Lolli-Totenköpfe, ja. Würde ich mal sagen. Da drin passt perfekt zu deinem Kostüm. Ja, genau. Ich hoffe, die gewinne ich gleich. Ich habe Vampirzähne, der Klassiker. Dann haben wir hier Fruchtgummikürbisse, die sehen so ein bisschen komisch aus, ein bisschen 3D-Edition. Blass. Und es gibt Würmer. Und das gibt's auch noch, aber das ist unser Gewinn. Mm. Also es gibt 6 Süßigkeiten, die wir uns natürlich wieder erwürfeln, wie immer. Wir brauchen auch, glaube ich, genau, unsere wir brauchen Tafel, noch was zu schreiben. Was zu schreiben. Und diejenige, die gewinnt, das ist diejenige mit den meisten mit Punkten. Mit den meisten Punkten. Aber die während der Challenge die ekligsten Sachen gegessen genau, hat, wir sortieren die darf am Ende dieses Ü-Ei mit nach Hause nehmen. Genau. Ich besorge uns einen Zettel und Stift und ich überlege schon mal, was hier eklig ist. Ich finde, diese Augen, vielleicht ist es euch aufgefallen, meine Augenfarbe hat sich leicht geändert, sind noch fast ekliger als meine Zombie-Augen. Finde ich, sollte auf Platz 6. Also dafür gibt es viele Punkte. Kathi, was meinst du? Gibt es für ja, Augenessen viele auf jeden Punkte? Fall. Gut. Ich habe heute Zettel und einen blutroten Stift. Ich habe leider unsere Tafel nicht parat. Hier sind die Kürbisse. Ich finde, die können auf Platz 5. Ja. Würmer finde ich lecker. Ja, die sind lecker. Wollen wir die irgendwie auf 1 oder so? Ja, Würmer auf 1. Ich finde diese Gebisse, da bin ich auch nicht so ein großer Fan, die können hier so in der Mitte, oder? Dann haben wir Würmer auf 1, dann Kekse auf 2. Wo kommen denn die Totenköpfe in deiner Hand? Oh, die Kürbisse. Die würde ich auf 2 machen, die mache ich auf 2, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ich schreibe mal gerade auf. Eva und Kathi. Mhm, Eva und Kathi. Und das Monster-Überraschungsei in Maxi. Dreimal würfeln? Dreimal würfeln, genau. Oder fünfmal? Fünf. Lass uns 5. Oder okay. 4. Na gut. 4. 4-mal. Du darfst anfangen. Na gut. Ich habe den Würfel schon vorgewärmt. So. Ich habe 1. Das heißt, ich darf ein Würm. Ein Würm. Würli. Würli heißen die ja. Ein Würmchen. Würli. 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 Klingt österreichisch. Halloween-Klassiker. Ich würfle und ich bekomme einen Keks. Ich bin gespannt, was drin steht. Ich habe ja heute so eine coole Maske auf, aber irgendwie drückt mir die so auf die Augen. Deswegen bin ich immer so ein bisschen zugangen. Die Würmer sind wirklich lecker. Okay. 1 Punkt für Kathi, 3 Punkte für Eva. Süßes oder Gespensterplage, Saurus kommt hier nicht in Frage. Ah, Süßes oder Gespensterplage, Saurus kommt hier nicht in Frage. Das reicht. Ein cooler Spruch. Könnt ihr euch merken, falls ihr von Tür zu Tür ziehen wollt, an Halloween. Genau. Kann man da auf jeden Fall sagen, ne? Ja. Finde ich gut, behalte ich auf jeden Fall. Kekse. Wir haben die echt schon lange nicht gemacht, unsere Candy Challenge. Ja. 6. Augen. Ja, ich bin kein großer Fan von den Augen. Ich suche mir mal ein Auge aus in. Ja, komm, ich nehme ein gelbes. Gibt es eigentlich auch blaue? Es gibt rote, grüne, gelbe. Ich glaube, blau gibt es nicht. Doch, hier blau. Ah, blau. Oh, okay. Ich habe auch schon mal bessere Glückskekse gegessen. Obwohl die ja gar nicht schlecht schmecken, diese Trolli-Augen. Die sind einfach nur immer eklig. Mhm. Vom Aussehen. Oh, und von der Konsistenz. Oh, doch, ich finde sie doch eklig. Ich finde es auch eklig, dir zuzugucken, wie du sie isst. Oh. Ekelhaft. Okay, dafür gibt es aber 6 Punkte für Kathi. Und ich bekomme diesmal einen. Boah, und sauer sind die auch noch. Ganz frische Augen. Ich habe einen Wurm. Lecker. Ich hoffe, ich muss nicht noch ein Auge essen. Das ist total sauer und total viel ist das auch. Ich habe das immer noch rum. Wurm. 5. Da bin ich gespannt.
Im Mund zieht sich noch alles bei mir zusammen. Ich glaube, die waren dieses Jahr saurer als sonst. Vielleicht sind sie frischer als sonst. Die Kürbisse sehen, ach, jetzt sehe ich erstmal, die haben noch ein Gesicht drauf sogar. Ich nehme mir auch mal eins zum Angucken, ja? Ja. Oh doch, die sind ganz putzig. Doch, finde ich. Riechen auch ganz gut. Also, Jetzt hätten wir sie gar nicht so weit. 3D und lecker steht extra drauf. 4D. 4D, das vierte D. Das vierte D ist lecker. Mhm. Jetzt habe ich fest. Okay. Aber orangig. Schmeckt auch wirklich so. Ein bisschen natürlich sogar. Okay, jetzt bin ich neidisch. Jetzt will ich auch einen. Ich weiß nicht, ob der echter, ne, oder? Es ist ein gutes Aroma. Also es schmeckt wirklich ein bisschen nach echter Orange. Okay, dann hat Kati inzwischen 12 Punkte. Einmal wird noch gewürfelt bei Kati, bei mir noch zweimal. 6. Willst du ein grünes Auge? Ja, bitte. Ich drück's dir mal hier raus. Und drück's mir. Es ist weg. Ich kann es nicht essen. Tut mir leid. Oh. Was ist mit dir? Komm mal ruhig rein. Komm mal rein. Hier, nimm mal Auge. Unglaublich. Das war Nina, wer sie gerade nicht richtig erkennen konnte an der Tür. Nina von Spiel mit mir, die hat uns einfach gerade kurz genervt und gerufen, was geht mit euch. Mhm. Ich finde das seltsam. Ich finde Nina auch total seltsam. Ich meinte mehr dieses Auge. Also hattest du jetzt eine 6. Wow. Mhm. Sauer sind die diesmal, ne? Mhm. Oh, Eva. Oh, diese Konsistenz. Igidigit. Als was bist du eigentlich verkleidet? Ich bin ein Zombie-Einhorn. Gruselig. Ich bin ein, hier so ein Geist eigentlich. Ja. Also das ist ja diese Katrina-Maske, aber ich habe das hier kombiniert mit dieser weißen Perücke mit einem Spinnennetz. Deswegen dachte ich bin so ein gruseliger Geist. Sehr gute Kostüme von uns. Als was verkleidet ihr euch denn dieses Jahr? Bin gespannt, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Hauptsächlich bin ich verwirrt. Schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich darf so einen toten Der Kopf passt perfekt haben. Zu deinem Kostüm. Achso, den Lolli muss ich jetzt auspacken. Okay, Kati hat dann, das ist Nummer 2, 14 Punkte. Ich habe momentan 11. Das lässt sich einholen. Du kannst es gut aufholen. Mhm. Indem du einfach nochmal... Eine 5! Das sind... Warte mal, ich hatte jetzt eine 2. Du hattest eine 2, das sind 14. Und du hast 5. 15 hast du, oder? 15. 15 und ich habe... Ja, stimmt. 14. Boah, mega knappes Ergebnis. Hatten wir selten so knapp. Okay. Ich finde die Konsistenz lustig. Die sind wirklich richtig fest. Also, ich bin jetzt so weit, dass ich mein Lolli ausgepackt habe und hier reingesteckt habe. Und kann man so essen. Und dann wieder zuklappen. Finde ich richtig cool. Schmeckt aber ehrlich gesagt nicht so gut. Vielleicht kann man einen anderen Lolli reintun. Der Lolli schmeckt nicht so gut, aber ich finde das einfach cool und das gehört einfach zu meinem Kostüm dazu. Kann man auch so als Wahlweise, als Mikrofon benutzen. Hallo Kati. Hallo Eva. Ja, also, ich möchte dir feierlich dieses kleine dieses Maxi-Monster-Überraschungsei überreichen. Ich hoffe, es ist auch ein Monster drin. Du hast es verdient, Eva. Ganz knapp. Du hast während der Challenge ekligere Sachen essen müssen als ich, deswegen... Bekommst du diesen Trostpreis, dieses wunderschöne Kind? Ist das ein Kind? Ach ja. ja, war lustig. Die sind wunderschön. Achso, das ist eigentlich mit zum Nachhausenehmen, aber Eva packt schon aus. Mal gucken, was drin ist. Was ist mit nach Hause? Habe ich doch eben gesagt, das darfst du mit nach Hause nehmen. Ich dachte, was da drin ist. Ich werde es ganz kurz auspacken. Ich baue es auch nicht zusammen hier. Oh mein Gott, geht's auf? Okay. Ich bin neidisch auf die Schokolade. Nimm dir. Es ist auch ein lila... Oh, ja, jetzt ist schon wieder was runtergefallen. Es ist auf jeden Fall ein lila Monster drin. Oh, das leuchtet im Dunkeln. Und kann die Gesichter verändern. Ja, also so ein lila Monsterchen ist da drin. Passt perfekt zur Packung außen. Und auch gut zu deinem Einhornkostüm. Und auch gut zu meinem Einhornkostüm, genauso wie ich es haben wollte. Und wir hoffen natürlich, euch hat die Candy Challenge wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es ist, würde ich Daumen nach oben da lassen. Genau, vielleicht möchtet ihr schreiben, welche Süßigkeit hättet ihr besonders lecker gefunden. Oder manche, ich erinnere mich, ich habe schon oft in den Kommentaren gelesen, ich esse diese Glotzer-Augen so gerne. Seid ihr da eher so Anti-Glotzer oder Pro-Glotzer? Könnt ihr natürlich auch abstimmen. oder kennt ihr noch andere richtig coole Halloween-Süßigkeiten, die wir jetzt gar nicht mit dabei haben? Wenn ihr was verpasst, schreibt es auch auf jeden Fall in die Kommentare. Rein und schaut auch mal bei Instagram bei uns vorbei. Ich glaube, da gab es bei Nina
genau. Auch schon einen Ausschnitt davon zu sehen. Deswegen kam Nina auch gerade rein. Nina und ich haben die Instagram-Accounts getauscht. Ich habe was auf Ninas Account gepostet und Nina hat auch was auf meinem Account gepostet. Ja, vielleicht habt ihr es gesehen, vielleicht nicht. Kathi-Karacho, Nina-Na-Klar, die kam da eben rein. Eva-Einfach-So. Und ihr könnt uns natürlich auch kreative Ideen folgen. Ganz genau. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Genau, nächste Woche kommt Teil 2 von unserer Halloween-Challenge. Gebastelt. Und bis dann. Tschüss.